von Kopf bis Fuß auf Trump-Liebe eingestellt. Und deswegen stehen diese Damen Schlange im Messezentrum von Tampa. Sie nennen sich die Women for Trump und kämpfen quasi in vorderster Front für die Wiederwahl ihres Präsidenten. Sie haben sich nicht verlaufen, sagt Rosie Paulson zu uns. Ich bin hispanisch, ich bin eine Frau und eine Christin. Und ja, ich unterstütze Trump, weil er die Vereinigten Staaten liebt. Es wechseln viele auf unsere Seite, vor allem Frauen, sagt sie, weil sie sehen, dass die Wirtschaft läuft und viele neue Jobs entstehen. Nochmal 4 Jahre rufen die weiblichen Trump-Fans kurze Zeit später. Der, der gemeint ist, hat seine Beraterin Kellyanne Conway hierher geschickt und lässt sich dann selbst telefonisch dazuschalten. Die Medien behaupten immer, Frauen würden Trump nicht unterstützen, aber das ist nicht wahr. Tatsache ist, in den Umfragen schwächelt Trump bei den weiblichen Wählern und die könnten im nächsten Jahr bei der Wahl zur entscheidenden Gruppe werden, vor allem in den Vorstädten. Die Women for Trump wollen das Blatt wenden. Noch haben sie 14 Monate Zeit.